Moin, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann immer ihr dieses Video seht, seid gegrüßt. Ja, ich habe mal wieder was beim gekauft. Ja, wollen wir mal reingucken, ne? Was ist es denn? Ja, was könnte es denn sein? Haha. Ja, ihr seht, ist es ein Karton. Ein Karton mit chinesischen Zeichen. Tja, wissen wir immer noch nicht, wer es ist, ne? Was es ist. Wer es ist, wo es ist. Naja, gut. Machen wir mal weiter auf, ne? Oh. Oh. Da kommt ja eine Tasche raus. Ja, was mag wohl in der Tasche sein? Wissen wir es immer noch nicht. Wollen wir die Tasche mal aufmachen? Na gut, wir machen die Tasche mal auf. Hier ist ein Reißverschluss dran. So. Und jetzt gucken wir mal, was ist da wohl drin? Oha, oha, oha. Holla die Waldfee. Ja. Hier sind verschiedene Bäckchen drin. Hier ist auch noch was drin. Und hier ist was drin. Und hier ist eine Fernbedienung. Oha, wie geht das raus? So, so, tja, muss man mal gucken. Und dann haben wir hier, ja, hier haben wir was ganz Feines. Hier haben wir eine Drohne. Eine Drohne haben wir hier. Die kann man hier zack, zack, zack und da noch einmal zack. Ja. Die hat auch ein Gimbal hier verbaut. Also sprich, sie balanciert das aus, diese Schwenkbewegung und das, macht also ein relativ klares Bild. Was haben wir hier? Ah ja, hier haben wir, ja, das gehört mit dazu, das kommt hier oben drauf. Hier haben wir eine Hinderniserkennung. Das ist also so eine Infrarotkamera. Das heißt also, die geht hin und her. Und wenn ein Hindernis ja zu nah an die Drohne rankommt, dann hält die Drohne automatisch Abstand. Sprich also, man kann mit ihr nicht vor die Hauswand fliegen oder in einen Baum reinfliegen. Das sollte mit dieser Drohne eigentlich nicht möglich sein. So guckt die dann immer hin und her. Ja. Das ist jetzt
eine wunderschöne Drohne, die ich mir gekauft habe. Und die Tage gibt es dann auch mal so das ein oder andere Video. Da bin ich mal gespannt. Also die Videos sollen in Full HD sein. Und die Flugzeit mit einem Akku beträgt circa so roundabout 20 Minuten. Also kann ich mit zwei Akkus circa 40 Minuten rumfliegen. Das sollte erstmal für jede Menge Spaß reichen. Ja, wie gesagt, das Ding ist heute gekommen. Ich werde das jetzt zusammenbauen, ich werde die Akkus laden und die Tage kommt dann ja ein passendes Video dazu, wie die Bilder sind, wie die Drohne ist, ob sie sich leicht fliegen lässt oder eben nicht leicht. Das werdet ihr alles in diesem Video dann erfahren. Ja gut, das soll es aber jetzt erstmal gewesen sein. Ich verlinke unten in die Beschreibung die Drohne. Sie kommt von Banggood. Hat ungefähr, ja, ich habe sie einen Tag nach meinem Geburtstag gekauft. Sie hat also jetzt gut und gerne 14 Tage Lieferzeit gehabt. Kam aus China direkt, obwohl sie da ja jetzt zurzeit diese Schwierigkeiten haben, dass sehr wenig bis fast gar nichts da rausgeht, ist es doch relativ ja zügig doch dann angekommen. Ich habe mit einer längeren Wartezeit gerechnet, aber dem ist nicht so. Naja, umso gut, umso besser. Ja, wir sehen uns dann wieder beim neuen Video mit dieser Drohne, wenn ich so mein erstes Fazit denn da drüber gebe. So. So, ihr seht hier den kleinen Zappel-Philipp, das ist mein Enkelsohn. Er wollte auch unbedingt mit aufs Bild. Ja, ihr seht, oder beziehungsweise, falls ihr es mitbekommen habt, es ist hier ein anderes Video jetzt hochgeladen worden. Oder beziehungsweise, es ist ja genau dasselbe hochgeladen worden. Nur halt eben ein bisschen entschärft. Ja, ich habe mich da ein bisschen so im Ton vergriffen. Und ich habe das jetzt nochmal nachvertont. Und ja, aber was ich sagen wollte halt eben hier mit den Bildern, ihr seht es selbst, das ist nie im Leben 4K, geschweige denn HD, das bezweifle ich auch sehr, sehr stark an. Und von dem Gimbal ganz zu schweigen, also hier ist überhaupt gar kein Gimbal verbaut, weil ihr seht selber, wie ruckelig, wie zappelig das Bild ist, also katastrophal. Ich hatte mir die Drohne eigentlich gekauft, um schöne Aufnahmen, Flugaufnahmen zu machen von eventuellen RC-Autos, die ich mir noch hole und von ja Schiffe, die ich fahren lassen wollte auf dem Teich und. Aber mit so einem Teil kann man sowas nicht machen. Da wird ja einem beim Zuschauen, wird einem ja schon schlecht. Und das ist also unter aller Kanone, was mit was für Daten der Hersteller hier dieses Produkt bewirbt, was es überhaupt nicht hat. Überhaupt nicht. Das Ding hat weder ein 3K-Gimbal, noch hat es eine 4K-Kamera. Das mit der 4K-Kamera war mir schon klar, weil auch wenn sie über 100 Euro gekostet hat, ja, schwer vorzustellen. Aber mit dem Gimbal, da dachte ich wenigstens, dass das Teil wenigstens so ein 2K-Gimbal hat, dass das Bild ein bisschen stabilisiert wird.
aber nichts ist. Weil ihr denkt hier, ich fliege hier flipflop. Nein, die Drohne ist eigentlich relativ stabil in der Luft und fliegt auch ziemlich stabil. Das Einzige, was ist, die Drehungen sind so ein bisschen abrupt, aber jetzt hier so das geradeausfliegen, die springt nicht so hin und her, wie dieses Bild hier so hin und her springt. Ne? Also ihr seht selber, was für eine Qualität diese Kamera hat und dieser angebliche Gimbal, was eigentlich nur eine Plastikimitation ist und was anderes ist es nicht. Das Ding hat keinerlei Funktion, weder senkrecht noch horizontal noch vertikal noch sonst irgendwas. Also das ist einfach, ja, Verarsche. 100% hier Verarsche. Hier wird mit Sachen geworben, die das Teil nicht hat. So, nun geht's weiter mit dem Endfazit. So, also wie gesagt, nochmal ein zweites Mal in entschärfter Version, warum ich diese Drohne überhaupt nicht empfehlen kann. Ja, weil, wie gesagt, dieser angebliche Gimbal, der ein Gimbal sein soll, der ein Gimbal vortäuscht, ist einfachstes Plastik ohne jegliche Funktion. Das sieht man auch erst beim genaueren Hinschauen. Da muss man also ganz genau hinschauen. Erst dann sieht man das, dass das Ganze hier nur Attrappe ist. Es wird also quasi ein vorgegaukelt. Diese Drohne hätte ein Gimbal, der das Bild stabilisiert. Aber ihr habt ja gesehen, wie das Bild stabilisiert wird. Nämlich überhaupt nicht. Was hier zu diesem Sensor zu sagen ist, kann ich nur sagen, ich habe ihn nicht getestet und im Nachhinein bin ich auch ganz froh darüber. Wer weiß, in welcher Hauswand oder in welchem Baum ich geflogen wäre beim Testen, denn ich bezweifle jetzt nach diesen Erkenntnissen stark an, dass dieses Teil funktionieren soll. Also kann ich mir dann beim besten Willen nicht vorstellen. Weil mittlerweile ist es auch so, sie hat noch eine, ja, Macke, sage ich mal. Sie kann in dem normalen Modus, wo sie halt eben über Satelliten gesteuert wird, nicht mehr gestartet werden. Sie geht nicht mehr an. Trotz Kalibrieren durch allen möglichen Kram, Versuche, es ist nichts zu machen. Sie hat so eine, ich sage mal in Klammern, Homeoffice Taste auf der Fernbedienung, wo sie dann halt innerhalb von Räumen auch geflogen werden kann, ohne jegliche Satellitenunterstützung. In diesem Modus bekommt man die Drohne an. Man kann damit auch fliegen. Bloß halt eben ohne Satellitenunterstützung. Das heißt also, wer die Drohne in diesem Zustand fliegt, der sollte denn schon eigentlich so ein bisschen Flugerfahrung haben, damit er weiß, wie er damit umzugehen hat. Weil ohne Satellitenunterstützung, ja, reagiert sie sofort auf jeden Knüppelbefehl, und wenn man da den Knüppel falsch bewegt, ruckzuck hat man das Ding vom Himmel geholt. Das geht also dann ratzfatz. Und das kann nicht angehen, so ein Teil denn zu verkaufen. Und dann mit solchen, ich sage mal, falschen Versprechen, wie das Teil hätte 4K. Das Teil hat 3K Gimbal, also eine komplette Ausgleich von so und solcher Neigung.
Also egal wie die Drohne fliegt, das Bild bleibt immer stabil. Ihr habt es gesehen, wie stabil das Bild ist. Im Gegenteil, die Drohne ist ziemlich ruhig in der Luft und fliegt ziemlich ruhig. Und das Bild, das ist am Wackeln und am Machen und am Tun, dass beim Zusehen einen schon schlecht wird. Ne? So, das sind so diese Sachen, die ich nicht empfehlen kann. Und deswegen kann ich euch nur diesen Tipp geben: Kauft diese Drohne nicht. Kauft sie nicht. Nehmt das Geld lieber dann und spendet es an, was weiß ich, Kinder in Not oder an Bedürftige. Gibt es in der Suppenküche ab und die sollen dafür für Bedürftige irgendwas holen. Wenn ihr die 100 Euro wirklich loshaben wollt, ohne, ich sage mal, einen Nutzen davon zu haben, dann gebt sie doch dahin, anstatt sich hier so einen Plastikschrott zu holen. Weil was anderes als reinster Plastikschrott ist dieses Teil hier nicht. So, das war jetzt mein Fazit dazu. Zu dem Händler: Ich habe das Teil über Banggood gekauft. Zu dem Händler muss ich noch sagen, nach reichlichen Hin und Her und Diskussionen und, war er dann nach 2,5 Monate, ich sage mal, so kulant und hat mir dann wenigstens noch 60 Euro zurück überwiesen, sodass ich hier für diesen, ja, Plastikkram 40 Euro bezahlt habe, was eigentlich auch diesem Wert dieser Drohne entspricht, weil es gibt bei Banggood nochmal genau diese gleiche Drohne, die kostet 39,95 oder so, oder hat gekostet, wie viel sie jetzt kostet, weiß ich nicht. Kann sein, dass die Dinger jetzt, wie alles andere auch, wahnsinnig teuer geworden sind. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr geguckt, was die Teile kosten. Auf jeden Fall, da war noch mal so ein Teil drin. Und da war die Kamera angegeben als 720p Kamera und halt eben ohne Gimbal, sondern nur mit einem gewissen Grad an Neigung hoch und runter, was diese Kamera hier auch hat. So. Und sie hatte auch hier diese Erkennung drauf, diese Hinderniserkennung. Aber wie gesagt, mit richtigen Daten auch sind diese angeblichen Brushless-Motoren, die das Ding haben sollte, sind bei der anderen als normale Wickelmotoren ausgegeben. Und das werden diese hier auch sein. Das werden keine Brushless sein. Weil wenn man hört, wie sie fliegt, sie ist ein Brushless. Motor hört sich anders an wie ein gewickelter und sie hört sich nicht an wie einer, die da Brushless-Motoren verbaut hat. Ne? Und von daher, also hier ist alles angegeben und nichts davon entspricht die Wahrheit. Gut, das soll es aber jetzt gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen dabei helfen, die Finger von so einem unnützen Schrott zu lassen. Ich sage mal, wer fliegen kann und 40 Euro dafür ausgibt, kann damit gut und gerne im Wohnzimmer oder auch zu Hause auf dem Hof damit rumherfliegen, wo nichts passieren kann. Aber für einen kompletten Anfänger, wie diese Drohne auch in der Beschreibung beschrieben wurde, dass sie also total anfängerfreundlich ist, ist sie nicht. Also hier müsste man schon wissen,
was man macht, um das Ding oder wie man das macht, das Ding in die Luft zu bekommen. Ne? Und deswegen, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und das nächste Video wird ein besseres Video, wo man sich nicht so sehr drüber ärgern muss und über falsche Tatsachen berichten muss, sondern es wird ein, ja, etwas lustigeres Video. Dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.